Ja, wir haben heute Morgen direkt um 7 Uhr schon die Pferde gefüttert. Da fing der Tag schon an, also früh aufstehen heißt es für uns. Dann haben wir schon heute um 10 Uhr das Pferd noch mal rausgeholt, ganz locker weg. Wir haben ihn geputzt, einmal ein bisschen Schritt geführt. Dann noch eine Stunde später sogar noch mal über den Sattel vorwärts, abwärts bewegt, ganz locker weg, dass wir ihn langsam noch vorbereiten können, da wir ja heute um 2:30 am Start sind. Jetzt haben wir uns um 1 Uhr bereits hier getroffen. Das Team hat sich schon eine halbe Stunde eher getroffen. Sie haben sich fertig gemacht, sich haben sich geschminkt, in die Haare gemacht. Ja, und dann ging es los, dass wir noch einmal das Einlaufen geübt haben, weil es soll heute perfekt funktionieren. Wir hatten gestern ein kleines Training bereits, haben das dort geübt, heute nochmal perfektioniert. Und jetzt ist es 2:30. Wir werden das Pferd jetzt führen, 15, 20, 25 Minuten. Und dann gehe ich an das Pferd, werde es ablongieren. Erst ganz locker weg, dann im Trabschritt, dann natürlich Galoppübergänge. Und werden ihn langsam darauf vorbereiten. Bis wir dann kurz vor der Prüfung sind, dann wird es bestimmt schon so, ja, 2:50 sein, wann wir allerspätestens in die Halle reingehen können, in die erste Vorbereitungshalle. Dort wird es ein kleineres Warm-up geben für die Voltigierer. Jeder Voltigierer wird 1-2 Sachen machen. Und dann geht es schon in die Wettkampfhalle. Dort habe ich noch einen kleinen Vorbereitungszirkel. Sicherlich wird da jeder Voltigierer noch einmal aufspringen wollen, sich mit dem Pferd noch mal vertraut machen wollen, fühlen, wie es heute drauf ist. Auch für das Pferd ist es auch sehr wichtig, da es ja nun auch erst das zweite Mal in dieser Halle ist und dass es ruhig und vertraut in die Prüfung gehen kann. Ja, und dann ist es auch schon ruckzuck 2:30 und wir werden einlaufen und unsere Pflicht hoffentlich mit Bravour absolvieren.